Ja, liebe Freunde, wir sind zurück mit dem sechsten Teil der Let's Play-Reihe The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir uns bemüht, Zaljas Lied kennenzulernen und in diesem Part werden wir es auch anwenden. Dieser Part wird etwas früher erscheinen als erwartet, da ich jetzt doch mehr Zeit habe als gedacht. Also von daher wird das Video noch heute Abend auf YouTube landen und alle sind glücklich. So, das hier ist die Stadt Kakariko. In dieser Stadt gibt es vieles zu entdecken. Ja, okay, auch nicht so übertrieben viel. Allerdings ein paar echt coole und nützliche Sachen. Deshalb gehen wir jetzt direkt mal zum Friedhof. Okay. Der Friedhof, dort angekommen. Suchen wir uns jetzt das Hylia-Schild. Das müsste, glaube ich, hier an dem Grab mit diesen drei Pflanzen sein, hier drunter, wenn man diesen Block hier wegschiebt. Oh. Okay. Mach bloß keinen Ärger, ich sag's Boris. Alles klar. Dann können wir uns das Schild nur bei Nacht holen. Das zählt ja als Grabplündern. Grabplündern, Chinese. Nein. So, aber hier können wir trotzdem noch was Cooles entdecken. Und zwar müssen wir das Lied der Königsfamilie, sprich Zeldas Wiegenlied, spielen, um in das Grab der Königsfamilie reinzukommen. Dich soll der Blitz beim Scheißen treffen. Coole Explosion. Ja, ne, dann begeben wir uns doch mal direkt ins Grab. Also da müssen wir jetzt nicht unbedingt schon hin. Können wir auch später hin, wenn wir groß sind. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann werden wir auch direkt hier hingehen. Man müsste hier jetzt alle Fledermäuse killen. Danach wird sich das Gitter öffnen da oben und wir können passieren. Nummer 2, wo ist 3? Da haben wir die ja. Und der vierte ist auch hier irgendwo. Einer noch. Ah, das Herzen können wir mal gebrauchen. Prima. Nummer 4 flattert hier irgendwo rum. Oh, Deko-Kerne. Na? Ach, da ist Nummer 4. Ja, sehr schön. Wenn man der große Link ist, kann man diese zwei Fackeln entzünden mit einem Zauber. Und dann erscheint hier noch zusätzlich eine kleine Schatztruhe. Was da drin ist, weiß ich aber nicht mehr genau. Wird wahrscheinlich nicht gerade so tolles sein. Bei diesen Zombies hier müssen wir aufpassen. Die werden uns noch später zu häufigst begegnen. Die tun uns nämlich mit ihrem Blick erschrecken und somit freezen. Und dann klammern sie sich an uns. Und schon passiert. Okay, aber Gott sei Dank hatte sie sich jetzt nicht an uns geklammert. Das geht einem echt auf die Nerven. So, und hier können wir auch schon ein neues Lied lernen. Dieses Gedicht wurde in Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. So, jetzt haben wir es doch richtig gelesen. Passt. Und das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zur Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Naja. Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Die Hymne der Sonne. Thank you.
Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Yay, ganz scharf drauf gewesen. Yeah. Okay, gut, das war's auch schon hier in diesem Grab. Deshalb begeben wir uns jetzt natürlich hier wieder raus. Aber Moment. Nee. So war das. Nein, das war Eponas Lied. Ach Gott, Leute. Ich wollte gerade nur was probieren mit der Hymne der Sonne. Ach, das war Salias Lied. Oh. Nein, wollen wir nicht. Ganz kurz was ausprobieren, wenn wir schon mal hier sind. Okay, rechts unten oben. Ja, jetzt sind diese Zombies natürlich gefreezed. Das heißt, wir können ohne Probleme da durchrennen. Und wieder raus hier. So, ah, sehr schön. Ah ne, es regnet einfach nur. Schade, ich dachte, es wäre eigentlich Nacht und wir könnten jetzt das Grab plündern. Allerdings sieht er auch nicht gerade aus wie ein Besucher. Oder vielleicht ist das sogar Boris, von dem der Kleine vorhin gesprochen hat. Vielleicht. Ja, tatsächlich. Wir können das Grab endlich betreten und das Schild holen. Der Hylia-Schild. Jawohl. Den können wir auch sehr gut gebrauchen dann. Und wir verlassen den Friedhof wieder und kehren zurück nach Kakariko. So, jetzt in Kakariko angekommen, begeben wir uns auf zu diesem Berg hier mit dem riesen Rauchring und suchen dort den König der Goronen. Lalala. Ja, was es hier über die Stadt noch zu sagen gibt, es gibt hier noch ein Haus, das Haus des Skutullas. Da kannst, könnt ihr die ganzen gesammelten goldenen Skutullas eintauschen gegen Rubine und was weiß ich, was es da alles gibt. Aber das ist relativ unnötig, finde ich. Man kann das Spiel auch so durchspielen. Man kann es natürlich machen, wenn man für sein Ego wirklich alles hundertprozentig einsammeln will. Aber das wollen wir hier nicht. Also von daher, macht nichts. So, Achel Nachwuchselt. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Prima. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann lauf ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Oh.
Ja, werden wir dir mal irgendwann eine Maske besorgen, wenn wir mal dazu kommen. Aber jetzt definitiv nicht, denn jetzt ist Corona-Time. Gebirgsfahrt. So, falls ihr die kleine Einkerbung eben gesehen habt, dahinter befindet sich auch eine goldene Skutula und wenn ich mich nicht irre, sogar noch eine Kleinigkeit hier. Kann man allerdings erst von oben auf den Berg mit einer Bombe freisprengen, wenn wir denn dann das Donnerarmband vom Häuptling erhalten haben. Fremde, mein Freund. Ich komme in Frieden. Ach ja, jetzt rollen uns diese Dinger hier entgegen. So. So, das ist die Höhle. Oder beziehungsweise ihre eigene Stadt. Goronia. Und wir rennen. Nein, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir gehen direkt nach unten. Na gut. Okay, kein Ding. So, an dieser Fußmatte angekommen hier. Na, falscher Knopf. Spielen wir Zeldas Wiegenlied und die Wand öffnet sich. Ja, da ist er auch schon der Gute, mit dem müssen wir jetzt sprechen. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht und zudem leidet mein Volk an Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Okay. Ja, hier tragen wir mal Salias Lied vor. Angeblich soll er sich dadurch beruhigen lassen. Jo, ich mach den Roboter, du machst den Roboter. Oh. Wow. Das groovt. Yeah. Ein heißer Beat. Der Mann hat Ahnung. Groovy. Let's Dance. Nein, wir sind hier bei einem Let's Play, nicht bei Let's Dance. Yeah, juhu. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronenopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung? Ist es dir... Der, ist der
dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühen soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goron. Ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Ah, alles klar. Das Koronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Yay. Alles klar, soweit so gut. Gehen wir mal wieder hier raus und lassen ihn mal ein bisschen alleine. Nun, nein, diese Dinger können wir leider noch nicht pflücken. Nun gut, also es wird jetzt noch ein bisschen länger, diese Stelle hier mit der Feuerhöhle und was weiß ich alles, bis wir den guten alten Herrn befriedigt haben. Deshalb sehen wir uns wieder in Part 7 unserer Reihe Let's Play der Ocarina of Time, Legend of Zelda. Und bis dann.